Herr Ramsauer, würden Sie, Stand heute, Sie stünden mit Ihrem Häuschen in Bayern vor genau diesem Problem, müssten sich eine neue Heizung anschaffen, würden Sie im Moment in eine Gasheizung investieren? Also erstmal, Sie reden immer von Häuschen. Die Immobilienbesitzer in Deutschland haben keine Häuschen oder Häusle, wie es manchmal auch bei Ihnen in der Printausgabe heißt, habe ich vor Jahren schon gesagt. Na, manche haben Häuser. Haus. Sie haben ein Haus. Na, manche, die Leute haben ordentliche Häuser. Aber und ich empfinde es als Beleidigung für die Leute in schönen Siedlungen, dass die Häuschen oder Häusle ein blöder Begriff. Ich finde, es überhaupt keine Beleidigung. Das ist der Traum. Es sind keine Häusle, sondern es sind ordentliche Häuser. Sonst würden die auch keine ordentlichen Heizungen. Gasheizung rein oder nicht? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mein Haus fast entkernen müsste, die Fußböden rausreißen, da Fußbodenheizungen installieren, alles rumreißen, was sich finanziell und wirtschaftlich nicht trägt, dann würde ich natürlich in der Situation eine Gasheizung einbauen. Wenn Sie das Gas machen, ist vor 20 Jahren und 10 Jahren immer noch propagiert worden. Natürlich nicht, sagen Sie. Nein. Das ist doch nicht, also das ist doch genügend. Wer mit vollen Hosen lässt sich gut stinken. Wer genügend Geld hat, kann sein ganzes Haus umreißen. Ich wohne hier bestimmt das Einzige in der Mietwohnung. Also das ist hier nix volle Hose irgendwie. Also, ja. Herr Vogel, Herr Ramsauer sagt gerade, dann braucht der Herr Doll auch selber kein Geld in die Hand nehmen. Nein, aber da muss man nicht auf die Miete. Um die Gasheizung drumherum zu kommen, Moment, muss man sich meistens leisten können, sagt Herr Ramsauer als Replik auf Herrn Doll und sagt, natürlich, wenn das die Gegebenheiten sind, würde ich das natürlich machen. Und 70% der Deutschen machen genau das im Moment. Investieren noch mal in eine neue Gasheizung. Würden Sie heute in die Kamera sagen, falscher Weg, machen Sie es nicht mehr? Ich würde in jede Kamera sagen, dass jedem, der heute in eine neue Heizung investiert, für Leute, die reparieren wollen und andere, ändert sich jetzt ja durch die Änderung des Gesetzentwurfs nichts. Aber ich würde jedem sagen, du musst dir gut überlegen, dass dir klar sein muss, bis Mitte des Jahrhunderts müssen wir klimaneutral sein. Wir müssen einen Weg finden, wie wir das für die Leute erstens machbar technisch und zweitens finanzierbar halten. Und das führt ja zu der Antwort auf die Frage von eben. Was brauchen die Bürgerinnen und Bürger? Ich glaube, das sind mündige Bürger. Das heißt, die brauchen drei Dinge. Die brauchen von der Politik eine klare Vorgabe fürs Ziel. Wir alle als Gesellschaft sind in der Notwendigkeit, wir müssen uns Gedanken machen, wie kommen wir dahin, dass wir Mitte des Jahrhunderts unser Heizen klimaneutral kriegen. Zweitens, die brauchen Unterstützung, zum Beispiel auch Förderung, finanzielle Möglichkeiten. Ja, muss geklärt sein, bevor ich das im Deutschen Bundestag verabschiede, muss die Frage der finanziellen Unterstützung für die wenig Geld haben, geklärt sein. Ich will aber noch was Drittes sagen. Steht nichts drin. Jetzt bleiben wir aber bei dem Punkt. Sparen Sie Punkt 3. Jetzt nehmen wir uns die Finanzierung. Ich antworte gleich auf die Frage, Sie bekommen hier so viel Zeit und jetzt geht es ums Geld. Ja, Sie haben den Punkt selber angesprochen. Sie schreiben in Ihrer Koalition aus dem Bauministerium, aus dem Wirtschaftsministerium Papier. Sie sitzen 30 Stunden zusammen. Sie können nicht mehr aus den Augen gucken und Sie haben kein einziges Mal über das gesprochen, was die Menschen am meisten interessiert, was mit dem eigenen Geld passiert. Sie tragen Eulen nach Athen. Das ist doch genau unser Punkt als Freie Demokraten gewesen. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Sie haben den Finanzminister. Ich werde als Abgeordneter im Deutschen Bundestag dieses Gesetz nicht verabschieden, wenn bis dahin nicht die Frage des Förderprogramms klar ist. Aber Sie so verwirren einfach die Menschen. Wenn das raus, wenn das in Rechtskraft tritt, dann muss natürlich auch die Frage der Förderung für diejenigen, dann die kommt wenig der große Geld Schock haben. Nee, wir haben doch einen Klima- und Transformationsfonds auch Möglichkeiten. Man kann anderer Meinung sein oder gleicher Meinung sein wie Sie, aber kann man eine Frage der Finanzierung, kann man die so lange auf die lange Bank schieben und die Menschen so sehr, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt eine große Unklarheit weiterhin, Sie wünschen sich mehr Klarheit, kann man die Menschen so lange im Unklaren lassen über das, was es kostet? Ich bin da ganz bei Herrn Vogel. Wir brauchen jetzt dringend Klarheit auch, wie da die Förderung für die Menschen aussieht. Wir müssen da auch die Mittel aufstocken. Da ist der Finanzminister gefragt. Da kann Ihre Partei jetzt auch liefern, anstatt da an anderen Stelle zu blockieren. Das halte ich für den genau entscheidenden Punkt. Und ich hätte mir auch eine andere Reihenfolge genau da gewünscht, um erst zu erklären, wo kommt denn eigentlich die Förderung her und wie machen wir das möglich, um dann eben auch da die völlig richtigen Pflichten dann auch zu verabschieden. Ich möchte an der Stelle auch nochmal mit ein paar Vorurteilen zur Wärmepumpe aufräumen. Es wird jetzt hier mehrmals gesagt, die ist nichts für den Bestand. Selbstverständlich ist die was im Bestand. Die funktioniert im Bestand ganz genauso gut, wie sie das eben auch im Neubau tut. Und da muss man nicht eine Fußbodenheizung. Es kommt ein bisschen auf das Haus drauf an. Ist es möglich? Wie sind die Gegebenheiten? Suchen Sie sich da einen Energieberater. Das ist eine tolle Technologie, die auch von deutschen Ingenieuren und deutschen Firmen vorangebracht wurde. Das ist ein technisches Meisterwerk. Und haben Sie da ein bisschen mehr Vertrauen und Optimismus auch da hinein? Okay, aber den Werbeblock für die Wärmepumpe haben wir verstanden. Den hätten wir gar nicht mehr gebraucht, weil der ist hier schon drin. Lassen Sie uns beim Geld kurz bleiben. Herr Doll, das ist wichtig. Eine Koalition, die 30 Stunden sitzt. Nee, Sie machen nicht Ihr eigenes Ding hier. Ganz kurz, wir reden über das Geld jetzt. Weil das ist wirklich eine so wichtige Frage für Millionen Zuschauer. Und es geht einmal um die Frage, kann man als Koalition tatsächlich
erstmal drüber hinweggehen? Kann man Millionen Deutschen erstmal sagen, so, wir zurren erstmal fest, 2045 ist aus mit Öl- und Gasheizung, wir setzen voll auf die Wärmepumpen, wir sagen euch auch, wie teuer so eine Wärmepumpe geht, aber was ihr dafür für Förderung bekommt, das klammern wir erstmal aus. Kann man jetzt in diesem Fall so machen, weil ich Herrn Vogel beim Wort nehmen werde. Und wenn das Ding nicht verabschiedet wird, ohne, also das darf nur verabschiedet werden, wenn wirklich am Ende drinsteht, was die Bürger auch, was die Bürger an Fördermitteln kriegen. Ansonsten darf es nicht gehen. Ich finde es nur aus zwei Gründen sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen. Also laut dem Habeck-Entwurf, laut dem ersten, den wir hatten, war überhaupt nichts dazu drin gestanden. Und ich würde sagen, in der aktuellen Situation, wo wirklich viele Leute genau rechnen müssen, finde ich das völlig fatal. Ich verstehe auch nicht, dass ihr das nicht anders thematisiert habt als Liberale in diesem Ausschuss und dass ihr das auch nicht öffentlicher gemacht habt oder so. Aber gut, vielleicht ist dieser Entwurf ja vom Koalitionspartner durchgestochen worden. Und das war einer der Gründe. Das ist das eine. Und das Habeck selber vielleicht. Das glaube ich nicht, dass er das war. Ne? Und also ich finde den Zeitpunkt sehr unglücklich. Und dann haben wir am anderen Punkt eine Situation, wir haben noch nicht mehr Eckwerte für den Haushalt. Mhm. Also es sind grundlegende Finanzierungsfragen nicht geklärt. Für die Bundeswehr brauchen wir 10 Milliarden. Die Kindergrundsicherung braucht 12 Milliarden. Das braucht wahrscheinlich 9 Milliarden. Also die Kosten sind 9 Milliarden bis 28. Wer zahlt das am Ende alles? Das würde mich interessieren. Wie kriegen Sie, Herr Vogel, ich nehme Sie beim Wort. Wir werden gucken. Das Ding wird erst verabschiedet, wenn Sie wirklich gesagt haben, was die Leute kriegen. Gleichzeitig muss dann aber auch Ihr Finanzminister, also der liberale Christian Lindner, seine Schatulle aufmachen, muss sagen, hier haben wir noch mal mehrere Milliarden. Wie wollen Sie das machen? Ja, um dazu was Klares zu sagen. Also erstens, ich finde, das ist eine Frage der Vernunft und es muss natürlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn dieses Gesetz, was ja noch nicht mal vom Kabinett jetzt verabschiedet ist, sondern was bei Verbänden liegt, zur Anhörung, bei Experten, weil der zuständige Minister es denen gegeben hat für eine Bild. Feedbackrunde. Und bei Bild, weil Bild immer gut informiert ist. Und wir sind auch bei einer Bild-Sendung und ich verstehe die Zuspitzung, aber das ist mir wirklich ernst. Das ist auch eine Frage, ist auch eine selbstverständliche Frage der Vernunft, dass wenn das am Ende vom Parlament verabschiedet wird, muss natürlich die Förderung klar sein. Erste Bemerkung. Vorher kommt es überhaupt gar nicht in Frage, das zu verabschieden. Punkt. Zweitens, woher das Geld kommt, hat die Koalition ja im Koalitionsausschuss beantwortet. Und das ist auch absolut richtig normativ. Nämlich im Klima- und Transformationsfonds. Und das ist doch jetzt schon völlig überzeichnet. Nein, das stimmt nicht. Doch. Im Klima- und Transformationsfonds fließt ja auch immer Geld zu durch die CO2-Bepreisung. Und natürlich muss wie viel das Förderprogramm da rein? Wie viel fließt da rein? Das hängt natürlich davon ab, wie sich CO2-Bepreisung entwickelt. Wie viel fließt da aktuell rein etwa? Ja, wir haben da absehbar in dieser Legislaturperiode weiter einen dreistelligen Milliardenbetrag liegen. So, da ist es nicht wenig Geld im Klima- und Transformationsfonds. So, und drittens, weil Sie das gerade so ein bisschen problematisiert haben. Ich finde es absolut richtig, dass wir auf solide Finanzen achten und uns bei den anderen Fragen, was können wir uns leisten in diesem Land, bei der Haushaltsaufstellung, bei den Fragen, die hier nicht befasst sind, weil der Klima- und Transformationsfonds steht hier und das ist der allgemeine Bundeshaushalt, dass wir im allgemeinen Bundeshaushalt erstens die Schuldenbremse wieder einhalten und dass wir zweitens das tun, was jede Familie in diesem Land tut. Wenn man gerne viele Dinge will, muss man priorisieren und kann nicht alles gleichzeitig haben. Das gilt eben auch für den Staat. Das halte ich für richtig. Punkt. Sie sind doch erstens in der Regierung, Ihre Partei und zweitens stellen Sie den Finanzminister. All das, was Sie jetzt hier ankündigen, können Sie doch liefern. Ja, aber es hält uns doch niemand auf. Dann geht's doch los. Es wird doch rechtzeitig da sein, bevor das verabschiedet wird. Aber rechtzeitig ist es schon zu spät, haben wir auch von Herrn Doll gehört. Entschuldigung. Haben wir auch von Herrn Zerger gehört. Dass wir uns über manche Fragen verhaken, aber das ist wirklich keine. Wenn das zuständige Ministerium, Habeck, jetzt für diesen veränderten Gesetzentwurf Feedback der Länder und Verbände aber haben das zuständige will, Ministerium dann ist es, kann es das doch jetzt doch einholen. Ihres. Und es ist doch völlig klar, dass erstens ein Gesetz verabschiedet ist von der Regierung als Entwurf, wenn es durchs Kabinett ist. Und ja, in der aber der Einwurf von Herrn Zerger ist ja nicht unberechtigt. Hier steht drin, wie man die Klimaziele erreichen will. Hier steht drin, wie man Heizungen umrüsten möchte, welche Möglichkeiten die Regierung schaffen möchte, welche technologischen Möglichkeiten man auch als Wette eingeht in den nächsten Jahren. Das steht hier alles drin. Aber die Finanzierung, die aus Ihrem Hause kommt, aus dem Finanzministerium, aus dem FDP-Finanzministerium, also steht nicht drin. Erstens brauchen wir für das Finanzierungskonzept auch alle zuständigen Ministerien, also nicht nur das Finanzministerium, sondern auch das, was fachlich zuständig ist für dieses Thema. Aber das liegt doch da. Das ist doch noch mal, ja, aber eben nicht das Finanzierungskonzept. Robert Habeck hatte ja auch in seinem allerersten Entwurf gar kein Finanzierungskonzept geliefert. Punkt. Aber wir können es abkürzen, weil an der Stelle müssen wir uns wirklich nicht so verhaken. Weil Sie noch nichts sagen können dazu. Nein. Entschuldigung. Ich als Parlamentarier kommt das sowieso im nächsten Schritt und ich habe Ihnen eben als Parlamentarier was sehr Klares gesagt. Ja, in der Tat. Nicht vom Deutschen Bundestag verabschiedet, bis die Förderung nicht klar ist. Wie lange geben Sie auch Ihrem Finanzminister, wie lange geben Sie der Regierung dafür Zeit? Wann steht die Finanzierung dafür? Ich werde jetzt hier der Regierung keine Fristen setzen, aber bevor
das im Deutschen Bundestag verabschiedet ist, muss beides zusammen sein. Und ich gehe fest davon aus, dass im Kabinett schon uns dieses Gesetz nicht zugeleitet werden wird. Sie sind ja Bundestagsabgeordnete. Ich verstehe die Höflichkeit gegenüber der eigenen Regierung, den Respekt gegenüber dem Finanzministerium. Aber Sie haben auch eine Verantwortung gegenüber den Millionen Menschen, die Heizung zu Hause haben. Ich habe eben eine klare Zusage gemacht. Dass Sie es nicht sagen können, wie viel und wann es kommt. Jetzt drehen Sie mir das Wort im Mund. Sie haben nicht gesagt, wie ich. Herr Dollar hat es ja eben auch klar genannt. Sie haben gesagt, das formuliere ich auch nicht leicht hin. Ich habe den Zuschauern und Zuschauerinnen eben gesagt, Sie können sich bei mir und bei den Freien Demokraten darauf verlassen. Dieses Gesetz kommt nicht durch den Deutschen Bundestag, wird nicht vom Parlament verabschiedet, wenn nicht gleichzeitig die Finanzierungsfrage klar ist. Punkt. Sie wollen aber eben nicht sagen, wie lange Sie drauf raten müssen. Und Sie haben Herrn Habeck doch jetzt eine ganze Menge ins Stammbuch geschrieben und noch verlangt, was hier drin noch diskutiert werden muss. Schreiben Sie das doch Ihrem eigenen Finanzminister genauso ins Stammbuch und sagen Sie doch jetzt mal, was eigentlich jetzt an Finanzierung für dieses Projekt, für dieses wichtige Projekt des Klimaschutzes eigentlich noch notwendig ist. Herr Ramsauer, aus Ihrer Regierungserfahrung, ist das normal, dass man in solchen Stunden, Nachtsitzungen, noch und nöcher am Ende die wirklich knackigen Fragen dann ausklammert, weil man weiß, mit dem Habeck und dem Lindner, da kommen wir heute nicht zusammen. Und dann müssen halt Millionen Deutsche auch einfach mal warten. Ja. Dann sagen wir denen halt nicht, was es kostet. Ich muss wirklich an vielen Stellen jetzt schmunzeln, weil ich viele, viele Jahre das Gleiche mitgemacht habe. Ja, als leider, CSU-Chef im Bundestag und dann aus der Kabinettsverantwortung. Und ich gestehe dem Kollegen Vogel wirklich zu, dass er das alles ernst meint. Aber da kann ich nur sagen, gute Reise. Und ich glaube auch, dass Sie sich das fest vorgenommen haben, das alles durchzusetzen und so. Aber da sind doch die nächsten Kräche innerhalb der Ampel schon vorprogrammiert. Also wenn jemand, Koalitionsausschuss, habe ich auch bis zum Erbrechen mitgemacht, aber wenn wir jemals damals 30 Stunden gebraucht hätten mit dem dünnen Ergebnis, mit einer Unterbrechung ohne Zwischenergebnis, da wäre die Medienrepublik Kopf gestanden. Also wer 30 Stunden für sowas braucht, hat keine Gemeinsamkeiten mehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja, na klar, aber da muss man auch dazu sagen, Jahre gebraucht und die nicht gelöst, also ich rede jetzt von solchen Ausschüssen. Ich muss eines sagen, die FDP ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil das ist, machen wir wie Feuer und Wasser. Sie mit ihrer liberalen Grundeinstellung, die ich selber aus vollem Herzen mittrage, aber auf der anderen Seite dieses missionarische, moralisierende Weltverbessertum von den Grünen, sind das passt einfach nicht zusammen. Die regieren ja freiwillig. Da ist ja Demokratie. Ja, ich bin ja froh, dass die FDP wenigstens in der Ampel drin ist, so schwer sie sich auch tut. Ja, aber in der Demokratie muss man ja auch regieren und gestalten nicken, wollen. Aber Sie nicken darf fleißig. Ich auf Ramsauer vielleicht reagieren? Sofort gleich wieder. Herr Doll nickte fleißig, als Herr Ramsauer die Koalition mal eben auseinandernahm. Ja, genau, weil ich meine, das, was wir jetzt mit, also 30 Stunden war jetzt wirklich sehr lang, das muss ich wirklich sagen, aber wir erinnern uns noch an die GroKo, wir erinnern uns an endlose Koalitionsausschüsse mit übernächtigen CSU-Politikern, die sich die Augen gerieben haben. Das längste waren mal 10 Stunden, das war in der Nacht vom 2. auf 3. Juli 2006, da waren wir um 5.32 Uhr fertig mit einem fertigen neuen Konzept in verschiedenen Fragen. Ich muss allerdings auch sagen, dass in dieser GroKo viel liegen geblieben ist, aber jetzt muss man Herrn Vogel mal beim Wort nehmen, jetzt würde mich mal was interessieren, also ich finde es wirklich unglücklich, dass man jetzt diesen Vorstoß jetzt macht und die Leute eben nicht die von Herrn Zerger zu Recht eingeforderte Planbarkeit hat. Deswegen frage ich jetzt, wann ist dieses Gesetz soweit? Wann wissen denn die Leute, mit welcher Förderung sie rechnen können? Ist das eine Sache von Wochen, von Monaten? Das ist oder das von Jahren, ganz genau. Nein, das glaube ich nicht von Jahren. Das Ding muss ja irgendwie im Laufe des Jahres weg. So, also wann kommt das Ding? Die zweite Sache ist, was könnten Sie sich denn als Förderung vorstellen? Was ist möglich? Was ist drin? Und dann müssen wir das hochrechnen. Und dann muss auch ein Haushaltsentwurf Zu der Förderung warte ich auf den Vorschlag der Regierung. Das ist vernünftig, dass die jetzt erstmal einen in Ruhe besprechen. Zum Zeitplan kann ich ganz klar sagen, die Regierung hat angekündigt, dass sie den Ehrgeiz hat, diesen Gesetzentwurf im April durchs Kabinett zu bringen. Und dann geht er danach an den Deutschen Bundestag. Genau. Und dann fangen wir im Frühjahr an zu diskutieren. Und wir werden so lange diskutieren, wie ein parlamentarisches Verfahren nötig ist. Haben wir es vor der Sommerpause? Klare Fristen. Dann müsste ja auch noch ein Bundesrat. Ja, das ist mit Bundesrat schon nein. Unwahrscheinlich. Ja. Müsste die CDU/CSU wenn schon mitmachen, weil wir hier Fristen haben und Oppositionsrechte. Also sind wir schon im September. Aber dieses Jahr rechtzeitig um den Sommer, entweder vor oder nach der Sommerpause, glaube ich, können wir auf einem guten Weg sein. Aber vielleicht darf ich auf Herrn Ramsauer noch ganz kurz reagieren. Nee, weil mir das wichtig ist, will ich auch so nicht stehen lassen. Also Herr Ramsauer, bei allem wechselseitigen Respekt und wechselseitiger Wertschätzung. Und ich will gar nicht aufzählen, was Sie uns alles hinterlassen haben. So, jetzt müssen Sie zu Potte kommen. Ja, mache ich aber gerne. Also bei allen großen Herausforderungen war ja
konzeptionell und bei der Gestaltung nichts da. Und in den 30 Stunden, ich wünsche mir auch, dass es schneller geht und ich wünsche mir auch, dass wir stärker vorankommen. Aber in dieser letzten Woche, was haben wir hier beschlossen? Mehr Tempo bei der Schiene, mehr Tempo bei der Straße inklusive Autobahn, mehr Tempo bei den erneuerbaren Energien, mehr Tempo bei CCS, okay, langsamer, mehr Tempo schwierig, bei Ladesäulen, Offenheit für E-Fuels und ein jahrzehntelang von Ihnen verschlepptes Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Punktesystem à la kanadischem Vorbild. Okay. In einer Woche, also im Vergleich, das kann sich mit 5 GroKos genau, wenn Sie es umsetzen, kriegen Sie den nötigen Respekt dafür, ja, wenn Sie tatsächlich mehr Tempo überall schaffen, auf Papier es aufzuschreiben, ist doch nicht ganz so schwer. Wurden Sie abgezockt oder reingelegt? Das ist also eine Verzehnfachung. Das kann nicht wahr sein. Jetzt melden. Unsere Reporter kümmern sich um Ihren Fall. Vielen Dank. Bild kämpft für Sie.